Buongiorno, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück hier bei Assassin's Creed Brotherhood. Ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich immer noch umsonst und würden mich sehr freuen, so der nicht dazu entscheiden solltet. Und wir machen die nächste Kategorie, die Flaggenjagd. Ich bin gespannt, wie das funktionieren wird, ob man das mit einem Adlerauge ist oder ob wir es einfach mit den Augen sehen sollen. Und ob das eine Bahn ist oder ob wir jetzt random hier, ich glaube, es ist random verteilt, ne, auf verschiedenen Dingen. Das ist doch das Ding, wo wir... Die haben die Karte wieder verwendet, seht ihr das? Oh mein Gott. Wie peinlich. Haben sie das einfach wieder verwendet? Lass mich raten, drumherum am Boden liegen bestimmt auch noch Flaggen. Damit es nochmal extra spicy wird. Für den extra Genuss. Ja, da unten liegt auf jeden Fall auch noch eine. Ich glaube, die in der Mitte sollten die letzten sein, die wir holen. Ich bin mir aber unsicher. Was ich cooler gefunden hätte, wenn es mehr als 15 Stück gäbe. Nicht, dass man alle 15 sammeln muss. Was ich aber gerade erst sehe, ist, dass es eine Markierung auf der Karte gibt, wo die sind. Ja, das wird nix. Das ist kein Gold, oder? Ich habe die Zeit da nicht mehr im Kopf. Aber Silber. 1 Minute 30 ist für Gold. Also so weit waren wir nicht von weg. Hätten wir ein bisschen klüger das gemacht mit erstmal rundherum und so, dann vielleicht klappt das ja, wenn man im Kreis läuft dreimal. Erstmal den großen Kreis drumherum, dann den Kreis oben und dann den Kreis unten. Oben an der Spitze, die vier. Den Balken. Das Problem ist hier diese Flaggen, die sind halt echt ein Problem. Kann man nicht von der anderen Seite kommen und das ist dann vielleicht ein bisschen besser? Ich bin mir unsicher. Oh mein Gott, das ist nicht passiert, oder? Das ist das Spiel, das bin nicht ich. Ich sag's immer wieder, ne? Ist manchmal spinnt das Spiel. Und manchmal fühlt es sich so an, als würde das Spiel einfach das random machen. Also ich habe halt nicht das Gefühl, dass ich da einen Einfluss drauf habe irgendwie. Also ich spüre zumindest nicht, dass ich irgendwie einen Einfluss drauf nehmen kann. Das ist halt ein bisschen schade, ne? Wenn man da in das Spiel so spinnt und man da keinen Einfluss drauf nehmen kann. Das einfach gefühlt random ist. Das ist dann halt ein bisschen schade. Ich wünschte mir, es wäre nicht so. Ja, aber so rum ist auf jeden Fall besser, seht ihr das? Das war eine gute Idee von mir. Die Frage, wie rum geht man hier am besten? Aber ich nehme an, da hier keine ist, müssen wir so rumgehen.
Ich hatte jetzt jedes Mal B gedrückt, wenn ich springe. Einfach damit er auch definitiv sich festhält. Geht doch. Das sind einfach die Attentatslevel wieder, aber gut. Bei dem Level stelle ich es mir echt schwer vor, weil das ist sehr verwinkelt und alles. Da habe ich keine Ahnung. Da müssen wir erstmal schauen, welche Flaggen wir haben. Die jetzt als erstes zu nehmen, ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Man muss nur dann die Ausführung danach ein bisschen verbessern. Dann ist hier unten noch eine. Okay. Lass mich raten, hier drumherum. Ich schaue mich erstmal ganz kurz ein bisschen um. Das wirkt hier gerade wie ein guter Weg, oder? So rumzugehen, seht ihr das? Kann man hier springen? Kann man hier springen? Dann kommt man hier hoch, dann kann man die Banner hier mitnehmen, da oben kann man das mitnehmen. Vielleicht schaffen wir es sogar beim ersten Versuch jetzt. Ich bezweifle es aber irgendwie, weil wir jetzt den Weg wieder hier lang müssen. Oder unten ist noch ein Banner. Na, das ist natürlich ein Problem. Ja, das wird beim ersten Mal nichts. Oh mein Gott, hier unten ist auch noch eins. Ich habe mit vielem gerechnet, aber nicht, dass hier unten noch eine versteckt ist. Und hier unten ist auch noch eine. Oh mein Gott. Wenn es ist 1 Minute 35 war für Gold, dann bin ich sauer. Ich war 1 Minute 30 vermutlich, naja. Aber wir waren knapp dran. Obwohl wir nur random erstmal geschaut haben. Aber hier unten, die beiden, die sind ganz, ganz wichtig, dass wir die zuerst holen. Alles andere ist erstmal total irrelevant. Die beiden müssen weg, weil die sind, die stören. Die stören richtig. Und jetzt können wir, hier kommen wir nicht hoch, hier kommen wir nicht hoch. Jetzt überlege ich gerade, ob wir jetzt den Weg hier lang gehen, weil hier unten liegt auch noch eine. Dann haben wir die nämlich auch schon mal weg. Dann haben wir die schon mal aus der Gleichung rausgenommen. Dann können wir hier hochgehen. So, jetzt wird es ein bisschen tricky. Moment. Nee. Wir kommen nachher wieder da unten an. Wenn ich mich richtig erinnere. Mein Problem ist gerade, da unten liegt noch einer. Die sollte ich dann auch holen. Wenn ich schon mal hier bin. Wir kommen ja sehr schnell wieder hier hoch. So ist es ja nicht. Wir sind fast alle der Fahnen hier oben. Wir holen, glaube ich, erstmal die hier vorne schnell. Dann müssen wir die am Ende nicht nochmal holen. Dann springen wir hier rüber. Und dann hüpfen wir hier rüber. Da unten ist auch noch eine. Shit. Die habe ich ganz vergessen. Aber die müssen wir gleich holen. Als letztes. Aber wir müssen hier hoch. Als letztes ist gut, es sind noch zwei, aber das kriegen wir hin. So, da haben wir es. Perfekt. Wieder die eine Stage. Vom ersten Level. Ja, das ist wieder die vom ersten. Oder nee, das ist die vom dritten Attentat. Nee, das ist die vom dritten Attentat. Das ist schon richtig. Ja, hier ist eine. Und das Bild sah so aus. Vorhin sogar noch gemacht, aber warum habe ich das jetzt nicht mehr im Kopf gehabt? Naja. Was ist das denn da vorne? Seht ihr das? Da ist irgendwas. Ach nee. Da nur so ein rotes Ding. So ein Ding, über das man laufen kann, glaube ich.
könnte ganz schön knapp werden. War doch wieder 1:30, oder? Dann müsste man es geschafft haben jetzt. Nice. Ohne getroffen zu werden. Ich hoffe, es sind jetzt keine Feinde dabei, die irgendwie scheiße sind. Aber sie sind bestimmt dabei. Warum? Ich hab doch verteidigen gedrückt und Dings alles, aber naja. Ich glaube, das wird noch ein bisschen spaßig hier. Ich hab Verteidigung gedrückt! Ich hab Verteidigung gedrückt! Und Konter habe ich gedrückt! What? Ich hatte gar keine Chance, ihn anzuvisieren. Mist. Aber dann kommen, am Ende kommen natürlich die mit den Hellebarden natürlich, ne? Logischerweise. Die, wo es halt echt schwer wird. Wenn man sie nicht entwaffnen kann. Weil ich den Falschen anvisiert habe oder was. Aber ich kann die Anvisierung nicht ändern im Kampf. Das geht nicht. Das kann man nicht. Also ich kann abvisieren und dann wieder anvisieren. Das geht aber. Mist, ich hab's gerade gesehen. Ich hab's gerade gesehen und gedrückt, aber es hat nicht mehr reicht. Oh Mann. Ich wollte halt erstmal die Hellebarden-Typen töten, ne? Mit den Attentatsserien. Und die sind halt die nervigsten von allen. Und ich kann nicht auf die Faust wechseln, das ist das Problem. Ich hab Verteidigung und Konter im perfekten Moment gedrückt.
Manchmal spinnt das Spiel, ganz ehrlich. Oh. Und das ist das Problem, wenn man so ein virtuelles Training macht und dann spinnt das Spiel. Das ist ein bisschen semi-optimal. Der kam von offscreen und haut mich einfach. Boah. Potato is salty. Ich hab doch gerade mich aus dem Griff gelöst. Dann kann man nicht kontern in dem Moment. Das ist unfair. Was soll ich denn tun? Ich bin in Animation. Jetzt hatte ich endlich alle helle Badentypen getötet. Und was ist dann? Dann kommt so ein Scheiß, wo man mitten in Animation getroffen wird. Warum gibt's hier keine Iframes in dem Spiel? Wie in jedem anderen normalen Spiel auch, wenn man Animationen hat, die geforst sind. Der kann natürlich herkommen und schlägt mich einfach und bin einfach direkt getroffen. Was ist das? Die Leute können auf mich zulaufen und ich kann nichts dagegen tun, dass die mich treffen. Das ist... Das ist echt schlechtes Game Design. Es tut mir so leid. Das ist so schlecht, leider. Ich hab nichts machen können. Ich hab Trigger gedrückt und wo er das Schwert oben hatte, habe ich X gedrückt. Aber es funktioniert nicht. Er macht's nicht manchmal. Er macht's einfach nicht. Ich blende demnächst hier, glaube ich, einfach ein, was ich einen Controller drücke. Dann könnt ihr es selber nachvollziehen, dass ich es gedrückt habe. Ich drücke Verteidigung! Guck mal, hier geht's, lustigerweise. Hm, komisch. Oh, guck mal, geht. Funktioniert. Hm, komisch. Komisch, funktioniert. Hm, ganz schön weird. Warum geht denn das? Ich drücke es, aber er bleibt einfach stehen und steht einfach. Hm. Ich lass mich lieber schlagen. Schlagen lassen ist gerade die bessere Option. Ihr seht sogar, wie ich die Klinge rausgezogen habe, ne? Hat die Klinge rausgezogen, während ich versucht habe zu kontern. Aber der Konter ging halt natürlich nicht durch, ne? Natürlich nicht. Wie sollte der Konter auch durchgehen? Wenn das Spiel nicht möchte, dass man kontert. Jetzt! Auf ihn! Wow.
Das Lustige ist ja, die meiste Zeit übergeht's ja auch, ihr seht's ja. Ich habe gekontert! Boah! Dieses Spiel. Was soll ich denn noch tun, außer den Trigger fest reindrücken und X drücken? Was soll ich denn noch tun? Übrigens so, wie das in jedem Assassin's Creed geht. Nur hier geht's halt nicht. Im Spiel hatte ich damit nicht so Probleme. Lustigerweise habe ich nur hier Probleme damit. Im virtuellen Supertraining. Wo die Regeln einfach ein bisschen anders sind scheinbar. Es geht nicht. Es geht nicht. Ich bin so hart getriggert gerade. Aber dumme Scheiße triggert mich halt immer. Das ist das Problem. Nicht. Ich glaube, man kann deren Waffen einfach nicht blocken. Die haben einfach eine unblockbare Waffe. Eine unkonterbare Waffe. Der auch, der hat auch keine Waffe, die man nicht kontern kann, okay. Das kannst du mir nicht anders erklären. Der hat das Schwert schon unten und ich drücke dann X. Warum geht das jetzt? Gerade eben ging es nicht mit dem Konter bei dem. Wieso greifen die gleichzeitig an? Das Spiel soll nicht dafür sorgen, dass die gleichzeitig angreifen. Das ist eigentlich die KI dieses Spiels. Die greifen dich so an, dass du nichts mehr tun kannst. Aber hier tun sie es. Hier sind sie so eingestellt, dass sie angreifen. Ganz egal. Einfach drauf da. Oh!
Ich hab die 20. Was für eine Attentatsserie ich hier gerade habe. Aber 20 war genug, ne? Ja, okay. Tötet mich. Oder haut mich. Mit all ihren Waffen? Alle? Wirklich alle? Auch Bombe auch, okay. Wie viele müssen wir töten? 25. Okay, da war ich zu gierig mit der Attentatserie. Gebe ich zu. Da war es mein Fehler. Und das sehe ich ja auch, wenn es mein Fehler ist. Dass alle Waffen schwerer ist als versteckte Klinge, das hatte ich nicht gedacht. Ich habe das Gefühl, die Konterfenster für die versteckte Klinge sind deutlich geringer als für die anderen Waffen. Da habe ich das Gefühl, ich kann immer drücken. Ich drücke nicht mal mehr knapp, ne? Wie ich das bei der versteckten Klinge mal versuche. Aber hier drücke ich einfach schon, wenn er das Schwert hinten hat, das reicht schon. Jetzt ist mir egal, wir haben 25. Das passt für mich. So, meine lieben Freunde, das war's aber für diesen Part. Ich hoffe, der nächste Part dauert noch ein bisschen. Ich hoffe, die Attentatsserien dauern ein bisschen. So, meine lieben Freunde, bis dahin haltet ihr Ohren steif und immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Bett verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss.